Servus ihr Lieben, hier ist wieder Rufus, euer Zootester. Ich melde mich heute mit einem ganz besonderen Video und zwar zur aktuellen Corona-Krise und wie es bei mir mit dem Zootester momentan weitergeht. Es ist so, natürlich trifft es auch mich, auch ich kann momentan nicht in Zoos. Ich habe vor kurzem noch einen besucht, kurz bevor der Zoo geschlossen wurde. Und momentan haben, soweit ich weiß, sämtliche Zoos geschlossen und das ist auch gut so, um die Ausbreitung des Coronavirus einfach zu verhindern. Bleibt es am besten einfach zu Hause. Momentan gibt es ja noch keine fixe Ausgangssperre, sondern bloß eine Ausgangsbeschränkung hier in Bayern. Weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ausschaut. Bleibt es einfach zu Hause, damit das Ganze möglichst bald erledigt ist und wir alle wieder unser normales Leben fortführen können. Also hier müssen wir einfach alle zusammenhelfen und das trifft natürlich auch mich. Es war jetzt in nächster Zeit geplant, dass ich Stuttgart beispielsweise besuche. Das habe ich dieses Jahr auch noch fest vor. Aber momentan fällt es leider flach. Aber komplett auf Videos müsst ihr nicht verzichten. Ich habe ja zum einen bereits in meinem letzten Video angekündigt, dass wir das Aquarium von Lissabon besuchen werden. Und das Video werde ich jetzt nächste Woche dann auch online hochstellen, beziehungsweise halt auch öffentlich machen. Dann natürlich das Fazitvideo zu Lissabon für das Aquarium. Und einen weiteren Zoo habe ich auch bereits in der Hinterhand, was abgedreht ist. Auch das kommt natürlich in nächster Zeit und wird dann, wenn es an der Zeit ist, öffentlich gemacht. Dazu gibt es von mir auch weitere kleine Videos, was es so Neues in den Zoos gibt beispielsweise und auch eine Zusammenfassung meiner bisher besuchten Zoos, also beziehungsweise was in den jeweiligen Zoos positiv ist sowie negativ, beziehungsweise welche Zoos ich von denen, die ich bisher besucht habe, als meine persönlichen Highlights einstufe, beziehungsweise welche jetzt nicht unbedingt der absolute Hammer aus meiner Sicht waren. Und dazu werde ich auch noch ein Video machen, wie aus meiner Sicht der Zoo der Zukunft auszusehen hat. Auch mit Beispielen aus den jeweiligen Zoos, was ich aus welchen Zoos sehr, sehr gut fand, was ich weniger gut fand. Auch da werde ich noch ein kleines Zusatzvideo machen. Und ihr merkt schon, ich mache mir darüber Gedanken. Schreibt es auch selber gerne in die Kommentare rein, was ihr euch vorstellen würdet, beziehungsweise was ihr euch von mir wünschen würdet. Denn ich bin für jeden Vorschlag sehr, sehr dankbar, denn auch für mich ist es jetzt gerade eine schwierige Situation und ich möchte euch jetzt einfach auch mit sehr vielen Videos, mindestens ein bis zwei die Woche, Informationen geben, beziehungsweise euch auch ein bisschen unterhalten. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, bitte, bitte bleibt zu Hause, nur die nötigsten Gänge, helft euch untereinander, bringt die Lebensmittel euren Großeltern, je nachdem, oder auch den Nachbarn, die das Haus am besten nicht verlassen sollten. Und ich finde, niemand hat mehr was draußen zu suchen, der nicht zwingend raus muss, außer Einkäufe und sonstige Sachen, beziehungsweise Arbeit. Denn je mehr wir hier zusammenhalten, umso eher können wir unser normales Leben wieder fortführen. Deswegen kann ich bloß sagen, bleibt gesund. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Vergesst es nicht, in die Kommentare reinzuschreiben, was für Videos ich drehen soll in nächster Zeit. Und bis dahin kann ich nur noch sagen, bis auf Wiedersehen.